Smart Cities sollen ja das Leben in der Stadt besser machen. Also einer der Hintergründe, warum man überhaupt dieses Thema macht, ist, man möchte einerseits die Stadtplanung nachhaltiger gestalten, auch die Stadtentwicklung nachhaltiger gestalten. Man möchte den Bürgern bessere Dienste liefern. Man möchte, dass die Städte insgesamt lebenswerter werden. Nachhaltigkeit ist dabei natürlich ein großes Thema. So, und um diese verschiedenen Ziele zu erreichen, braucht es Informationen. Und zwar Informationen eben nicht nur aus einer Disziplin. Also ich muss jetzt quasi nicht nur Informationen haben zum Stromverbrauch von Gebäuden oder wo fahren gerade welche Autos, sondern manchmal entstehen eigentlich diese Mehrwertanwendung aus der Kombination all dieser Informationen. Das heißt, für bestimmte Fragestellungen brauche ich Daten unterschiedlichster Beteiligter. So, und da liefern Geodaten, liefern jetzt tatsächlich an der Stelle eine Struktur, weil sie den Raum strukturell repräsentieren und zerlegen. Alles das, was draußen existiert, hat ein Pendant im Geodatensatz. Man könnte auch von dem digitalen Zwilling sprechen, ein Begriff, der aus der Industrie 4.0 kommt. Und das heißt, man könnte sagen, wenn da draußen ein Gebäude existiert, dann gibt es eben auch im Stadtmodell ein entsprechendes Gebäudemodell. Und zu der Straße gibt es eben auch ein Straßenobjekt. Und der Baum hat ein Baumobjekt. Und jetzt können wir diesen Objekten in dem Stadtmodell in diese Informationen zuordnen. Ich kann auf der Basis solcher Geodaten zum Beispiel eben energetische Berechnungen durchführen. Also wir machen das heutzutage schon so, dass wir unter der Kenntnis der Gebäudegröße, der Gebäudeform, der Lage, des Gebäudealters und der Nutzungsart recht genau vorhersagen können, wie der Heizwärmebedarf für eines Gebäudes ist. Und das nicht nur für ein Gebäude, sondern das können wir dann im Prinzip für die ganze Stadt bzw. für ganze Stadtteile errechnen. Das Spannende dabei ist, dass es uns dann die Gelegenheit gibt, auch Was-wäre-wenn-Szenarien zu realisieren. Also was wäre denn, wenn wir jetzt diese Straße entlang mal komplett energetisch sanieren würden, nach Energieeinsparverordnung 2018 zum Beispiel, und würden dann im Grunde genommen anschließend schauen, was erreichen wir da für Reduktionen. Das ist zum Beispiel dann wiederum interessant, einerseits für den Eigentümer natürlich, also der sich im Vorab informieren kann, ob sich das für ihn lohnt. Es ist aber auch interessant für die weitere Energieplanung in der Stadt, weil die Frage danach, kann ich möglicherweise einen Distrikt mit Geothermie versorgen oder mit einem Blockheizkraftwerk, das ich jetzt baue, statt eben dem riesengroßen neuen Kraftwerk am Rande der Stadt. Das sind dann zum Beispiel Fragen, die Sie genau mit diesen Informationen eben beantworten können. Thema autonom fliegende Fahrzeuge, also Drohnen oder UAVs. Wenn man diese Vision von Amazon weiterdenkt, dass man sagt, man liefert das Paket wirklich aus, dann wird es natürlich nicht sinnvoll sein, wenn ich quasi ein Hochhaus habe und in dem Hochhaus sind 2000 Personen und dann lege ich das Paket quasi draußen vor der Tür ab. Das wird wahrscheinlich auch nicht auf große Akzeptanz stoßen. Das heißt also, die Frage danach, auch zielgenau zu navigieren, wird eben auch notwendig machen, auch zum Beispiel solche hochaufgelösten Daten zu haben. Aber man kann sich eben nicht nur den Immobilienbereich, sondern zum Beispiel auch andere Bereiche vorstellen. Das ganze Thema Wartung, auch Infrastrukturmanagement. Also wenn man sich anguckt, Monitoring von Brückenbauwerken. Also wir wissen ja, dass in Deutschland viele Bauwerke baufällig sind, vielleicht auch nicht in dem Maße einerseits gewartet worden sind, aber auch vielleicht auch nicht in dem Maße aufgenommen worden sind, die Schäden aufgenommen worden sind. Dann sind das zum Beispiel auch Bereiche, wo man natürlich solche hochaufgelösten Informationen sehr helfen kann. Also ich glaube, der Eindruck, dass wir in Deutschland sehr weit dahinter sind, würde ich sagen, der ist so nicht ganz zutreffend. Hamburg ist da eine Stadt, die viel zu bieten hat. München ist auch sehr, sehr aktiv in dem Bereich Smart Cities. Ich glaube, was auffällt, ist, dass einige Länder, zumindest wenn sie in den Mittleren Osten gehen, also auf der arabischen Halbinsel oder auch in China, die profitieren ein Stück weit davon, dass eine andere Kultur und eine andere politische Entscheidungskultur herrscht. Dort wird im Prinzip von der Regierung gesagt, wir machen das jetzt so, und da wird auch nicht auf Datenschutz oder auf Grundrechte der Bürger geguckt, sondern da wird einfach gesagt, wir machen das jetzt so. Und dann kommt es auch tatsächlich in der Regel per Ordre del Mufti von oben. Ich glaube, das ist ein Modell, das funktioniert, also ich bin ziemlich sicher, dass dieses Modell in Deutschland, auch in anderen europäischen Ländern nicht funktioniert oder nur sehr eingeschränkt funktioniert, sondern es muss tatsächlich eine
Also das Einrichten einer Smart City oder die Entwicklung zu einer Smart City ist tatsächlich was, das auf allen Ebenen passieren muss. Es reicht bei den Smart City Bemühungen auch nicht darum, das nur auf der Vermessungsseite anzugucken, sondern es erfordert eben auch auf der stadtplanerischen Seite ein Umdenken und auch eine Bereitschaft der beteiligten Ämter. Es geht ja darum, das Stadtplanungsamt, Umweltamt, Vermessungsamt, dass die alle zusammenarbeiten und nicht eher so das klassische Modell der Stadtplanung. Der eine fängt mal an, dann entsteht eine Riesenakte, die geht dann quasi so im Umlaufverfahren durch die ganzen anderen Abteilungen und die letzte Abteilung stellt fest, da stimmt was nicht, also geht alles zurück auf Anfang. Und dann ist das außerdem nicht digital, sondern in den meisten Fällen tatsächlich ist das noch Papier. So, und da müssen wir einfach dahin kommen, dass die Städte einfach für sich auch sagen, wir gründen eine Gruppe, die dafür zuständig ist, mit den verschiedenen Abteilungen zusammen im Grunde das Thema Digitalisierung dort voranzutreiben. Also von daher, ich glaube, wir sind, was die Datenqualität, die Daten, die wir haben in Deutschland oder auch hätten, sind wir sehr weit. Wir haben viele Player im Bereich Geoinformationssysteme, Geoinformatik, Firmen, Hochschulen, die da wirklich ziemlich vorne mit agieren, weltweit vorne mit agieren. Aber was die Mitnahme angeht der Städte und auch die Initiativen so aufzubauen, dass sie eben auch zum Beispiel die Bürger mitnehmen, also auch Citizen Science mit aufnehmen, aber auch zum Beispiel die anderen Stakeholder mit einbeziehen, also Verkehrsbetriebe mit einbeziehen, gleichzeitig die Stadtverwaltung, weil es sind ja alles verschiedene Player, die da mitspielen, die muss man tatsächlich alle auf Augenhöhe zusammenbringen und denen jeweils die Entwicklungsmöglichkeiten einräumen.